Da hinten hin. Ach, da ist der Kleber mit seiner Basis. Da gucken wir doch mal vorbei. Die baut er sicherlich irgendwann auch noch aus. Vielleicht. Vielleicht. Mich hat es sehr gewundert, dass ich für neue Blueprints jetzt zu Jollum seiner Basis an den Computer fliegen musste. Und ich kann den Computer mitnehmen. Moment, da müssen wir nochmal drüber reden. Nimm mit, was du brauchst. Oh, ich krieg einen Phasenstrahler. Raumschiff-Lasergerät. Oh, dafür brauche ich 100 Tritium und Technologiemodul. Waffenmeister Tenna. Ist ja was. Bei Kelevra kann ich das Portal benutzen. Jetzt muss ich Piraten kaputt hauen. Hast du heute schon mal versucht, bei solchen das Portal zu benutzen? Nein. Aber das werde ich tun. Nach der Waffenfabrik. Weil das wäre jetzt interessant. Entweder ist das Portal komplett hinüber bei solch einer Basis. Ich werde es auf jeden Fall testen, aber jetzt ist die Waffenfabrik halt hier auch direkt auf dem Weg. Deswegen gleich. Ich werde jetzt eh erstmal noch von den Wächtern gekillt werden. Brauche ich erstmal 100 Tritium und ein Technologiemodul. Das kostet doch wieder auch arschviel, oder? Also Tritium einfach nach oben und... Tritium ist Farm. Easy. Ja, und das Waffenmodul? Das... Einfach kaufen. Das kostet ein bisschen. Aber ich finde, für wenn sich die Technologie lohnt, dann wieso nicht? Ist denn schon wieder mein Raumschiff da hinten? Ja, ich kriege eine neue Waffe für mein Raumschiff. Ein Phasenstrahler. Danke, Seuche, dass du es schon aufgeschossen hast. Ach so. Waffenfabrik. 10 Minuten. Da musst dich du nicht mehr drum kümmern. Genau. Die gleiche, wo ihr auch wolltet. Ich bin da gerade. Ich bin gerade da, China. Angezeigt dort. So, wo sind jetzt die feindlichen? Das ist ein Frachter. Er ist zwar auch rot markiert. Ah, jetzt sehe ich da ein Symbol. Ich höre ein Raumschiff. Mysteriös. Da ist eins. Schießt du hier einfach? Ich? Nee, der China. Wisst man seine Leute. Okay, gut, dann werde ich dich auch nochmal begrüßen. Ich habe generell geschossen. Ich habe extra darauf geachtet, dass du nicht in der Nähe bist. Mache ich auch. Das war jetzt nicht so spektakulär. Die explodieren gar nicht, die Raketen auf dem Boden. Ist er denn da? Irgendwas ist da eben explodiert draußen. Ja, ja. So begrüßt man doch seine Leute. Das war jetzt zum Abschied. Aua, wo sind die denn? Oh. Hier bei der Hüttensiedlung rum. Da. Nö, kann ich auch benutzen, das Portal. Das scheinen sie gefixt zu haben.
Okay, wie sieht es dann mit den Lagereinheiten aus? Schau mal in meine Basis, ob du Zugriff auf die Lager hast. Ja. Also auf die kleine Kiste schon mal nicht. Nee, die kleinen Kisten haben nie funktioniert. Ja, hätte ja sein können, dass sie es gefixt haben. Mann! Und die Angestellten sehe ich auch immer noch nicht. Okay. Ganz schön groß hier. Aber ich weiß. Aber wie man so die Evolution sieht, so geflogen kommen. Links so das Holzhäuschen. Aber ich finde das. Rechts wird es immer moderner und größer. Den Frachtcontainer finde ich nur gerade nicht. Ich bin super gelandet. Das war ja. Wo ist denn der Frachtcontainer? So. Du und deine Zwergenbau, ne? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, ja, ich brauche noch das Technologiemodul. Wo ist denn? Ach, da hinten. Nein, das geht nicht. Die Basis, diese da. Das funktioniert nicht. Ja, ist aber interessant, wenn ich reingehe in die Basen, betrete ich jetzt mal eine Valkin-Fabrik. Du bist auch eben durch, also bei mir ist da auch eine zugezogene Wand, durch die du durchgehst. Da ist aber eine Lagereinheit. Ja, dahinter, hinter der geschlossenen Wand. Die anderen Türen sind quasi offen, aber da war zu. Du bist immer fleißig durch. Also auf die großen Lagereinheiten habt ihr jetzt auch keinen Zugriff, nein, oder? Nein, nur auf das Portal. Aber hey, vielleicht kommt das ja noch, ne? Schritt für Schritt. Zum Multiplayer. Ja, ein bisschen schön. Muss ich jetzt noch. Da haben sie jetzt einpflegen müssen, dass man sich klein und größer machen kann, anstatt dass man Zugriff auf Lagereinheiten hat. Muss ich jetzt auch schon mal beanstanden. Ach, mein Gott. So, landen. Oh. Geh doch. Bevor er wieder sonst wo parkt. Was ich denn eigentlich? Platz einbauen können. So einen Landeplatz kann man auch irgendwann bauen, oder? Müsste man vielleicht mal machen. So. Ja, hallo. Weil gut angeflogen und dann, sobald sie grün leuchten, einmal schön landen. Neue Technologie, Konfliktscanner, okay. Ja, das sollte es hoffentlich etwas einfacher machen, so einen Frachter zu finden. Aber meint es Moon nicht, dass dann auch häufiger die großen Wächter kommen? Keine Ahnung. Uiuiui. Ich habe tolle neue Waffen gekriegt. Okay. Raumschiff ist aufgepimpt. Official bepimpt. Feel the pimp. So, jetzt darf ich auch Piraten flitten. Ja, ich baue ein zweites Technologiemodul noch. Und dann? Dann kann ich auch den Positronen-Ding bauen. Positronen-Ding?
Phasenstrahler. Ich bin mit dem Raketenwerfer sehr zufrieden. Nein, er sagt Positronenwerfer bei mir. Und dann? Habe ich nicht gekriegt. Wo ist die Bedrohung? Ist da oben. Waffentäfen. Daneben. Koordinaten erhalten. Daneben. Also das mit dem Waffenmeister geht ja einigermaßen schnell. Weiß ich nicht, ich schieße immer daneben. Nee, geh dahin, mach das. Geh dahin, mach das. Und nicht farme hier, farme da, farme, 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 farme. Er ist etwas direkter. Er ist ja auch ein Waffenmeister. Kleinere Siedlung. Vielleicht muss man dich da dran fliegen. China hat das System verlassen. Was? Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Ich habe irgendeine Plattform ausgewählt. Was? Ich vermisse das Gerät. Ich habe mich teleportiert, damit ich ein Technologiemodul kaufen kann. Gab es hier keine? Nicht auf dem Planeten. Da musst du gleich in ein anderes System. Ist ja verrückt. Greift er mich an. Ist das? Vielleicht geht das jetzt an. Ja. Aua. Die hauen ja schon ganz schön zu. Dann hau zurück. Wo sind denn meine Schilde? Ah. Dieser gelbe Kreis. Ja, ich hab's gefunden. Im Flug mitten im Kampf aufladen macht jedes Mal viel Spaß. Aua. Warum müssen das denn zwei sein? Ich bin noch nicht wendig genug für sowas. Ach stimmt, du hast dir diesen Frachter, gell? Da bin ich über meinen Jäger schon ganz dankbar. Komm her, hier. Der Raketenwerfer hat halt schon Bums. Du musst halt nur zweimal treffen, dann sind sie eigentlich tot. Oder dreimal, na gut. Aber der braucht halt auch immer ewig, bis der aufgeladen ist. Bis er wieder abgekühlt, ja. Das war mal auf, hier auf mich zu schießen. Aber wenigstens braucht man dafür keine Munition. Ja, stimmt. Das wäre ganz schlecht. Und das Aufladen kann man mit Upgrades verkürzen. Ja. Ich habe zumindest ein Upgrade gesehen. Oder ich den sehr selten einsetze. Naja. Nein, jetzt verfehlt der. Ach Mensch. Und ich habe kein Natrium mehr. Super. Ja, kann ich ja vergessen, den Kampf. Oh, jetzt hat mein Spieler auch kurz gestanden. Ach, was will ich denn mit dem Positronenwerfer? Das ist doch eine Schrotflinte fürs Raumschiff. So, einer ist immerhin hin, aber den zweiten... Ach, muss ich warten, bis das Schiff sich fortschrittlicher Ionenakku. Das ist praktisch. Den braucht man immer mal wieder. Ein Depot zerstören. Ja, ist auch auf dem Planeten? Puh, das war knapp. Das war richtig knapp. Fast bloß ein Piratenschiff. Nee, eigentlich sind es zwei. Sagt mir, lokalisiere das Piratenschiff. Einzahlen. Verrückt. So, jetzt die Daumen drücken, dass er jetzt nicht abgeschmiert. Das wäre ärgerlich. Weil dann müsste ich wieder gegen die Piraten kämpfen. So, jetzt pass mal auf. Da hinten ist das Depot, okay. Ach, Glück gehabt.
Was macht Kinderbrunner die ganze Zeit wieder? Ich weiß es nicht. Was soll ich denn machen? Ständig entdeckst du biologische Abscheulichkeiten. Wo fliegst du denn jetzt hin, Raumschiff? Das kann ich dafür, dass auf unserem Heimatplaneten so viele sind. Okay, es sind doch zwei Schiffe. Korrektur 1. Ich muss noch mal nachkorrigieren. 3. 0. Oh, das ist bei Kelevra hier fast. Was? Wo mich der Waffenmeister hinschickt. Ui. Nicht, dass ich jetzt seine Basis vernichten muss. Toll, jetzt gleich als Schläger, weil ich 15 Raumschiffe zerstört habe. Immer diese gewaltbereiten Leute. Dass das auch noch belohnt wird. Wo ist jetzt mein Ziel? Irgendwo? War's doch noch. Bin ich schon fertig? Okay, dann bin ich schon fertig. Oh, das ist eine schwere Entscheidung. Oder eigentlich ist es überhaupt keine schwere Entscheidung. So. Oh, Plasmawerfer. Explosive Granaten. Benutzt instabiles Plasma. Super Oxidkristall. Was? Der Waffenmeister benötigt Wifkendolche. Oh. Hat wer sowas? Nein. Die verkaufe ich immer direkt. Kriege ich jetzt sowas her? Grüne Kisten looten oder mit Leuten reden. Kaufen, wenn du sie findest. Oder das. Sucht sich aber auch immer die dümmsten Positionen zum Landen aus hier. Kann ich jetzt hiermit? So, Yonako, sehr schön.
Jetzt brauche ich wenigstens nicht die ganze Zeit mit dem Schiff hin und her fliegen. Hast du für mich irgendwas mal wieder? Nein. Der Aufseher ist schwer beschäftigt. Hier kann ich schon mal keine kaufen. Aber dann kann ich mir vielleicht... Hier ist voll. Trotzdem das Visier mal bauen. Oder für was war das? Das Visier. Kampfvisier. 2 Ionen-Akkus. Okay, mal gucken, wie jetzt meine CPU reagiert. 45, 48, 52, 56, 60. Reines Ferrit. Aua! Sonst geht's dir gut, oder was? Greift mich dieses Viech auf einmal an. Ja, damit muss ich momentan auch schon eine Weile leben. Ja, die sind zurzeit relativ aggressiv. Kampfvisier. Ich habe doch 2 Ionen-Akkus. Oder ich was anderes. Wow. Herox Metalllegierung. Ah, ich habe fortschrittliche Ionen-Akkus gebaut. 5 Stück. Glückwunsch. Also ein Stack für 124.000. Gar nicht mal so wenige. So, jetzt ist. Ja, hi. Ich kriege ja doch zu viel. Das haben wir ja hier. Kannst du mir was verkaufen? Bestimmt nicht. Dann kommen die da rein und der da rein. Warum habe ich den? Das brauchen wir mal eben. So, Ionen-Akku. Und Ionen-Akku. Ferritstaub. Ist ja wieder klar. Nächster bam, bam, bam. Versuch. Oh, Glutspeer ist natürlich auch nett. Lass mal das Kampfsevier. Wie ist hier so? Depots kaputt machen. Okay, jetzt kann ich bei den Roboter-Dingern auch schon alle Sachen von den Nanithaufen bauen. Mal gespannt, ob der mich jetzt zum gleichen Depot schickt, wie er solche hingeschickt hat.
Und ob ich es dann überhaupt noch kaputt machen kann. Doch, das geht. Nur mit Parken ist hier ganz schlecht. Parksituation wie in Berlin, oder? Man findet ja einfach nichts. Furchtbar. Wobei in Berlin habe ich eigentlich nicht so ein Problem gehabt. Parkhäuser und dann geht das meistens. Nee, die sind tatsächlich schon kaputt. Also der Waffenmeister, die Waffenmeister-Quest ist nicht dafür gemacht, im Multiplayer gespielt zu werden. Wenn du einfach nochmal drauf schießt. Ja, kaputt sind sie ja. Ich hab das vom Raumschiff aus gemacht. Dem prallen sie Schüsse ab. Aber lockt natürlich kein Wächter mehr hinterm Ofen hervor. Dann gucke ich mal, ob denn nach einem Neuladen, wenn wir das nächste Mal spielen, die dann wieder da sind. Da jetzt welche nochmal zu suchen, habe ich keinen Nerv zu. Ich meine, man muss ja eh eigentlich ein... Nee, man muss tatsächlich das Depot zerstören. Was ist das für ein Blödsinn? Geht ja nicht. Ist ja schon kaputt. Was braucht man denn hier noch zum Heile machen? Paraffinum. Brauchst du welches? Ja. Wie viel hast du denn? Moment, habe ich welches dabei? Da habe ich 40. In 540 habe ich bei. Jo, das ist, klingt gut. Ich brauche nämlich insgesamt 410. Also 314 bräuchte ich. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wo bist du denn? Da ist China. Ich fliege gerade auf dich zu. Lass uns kollidieren. Liz? Warst du das gerade? Was? China, warst du das gerade? Ja. Ich kann dich abschießen. Ja. Du, mir wird deine, ja. mir wird deine Lebensenergie angezeigt. Das macht mir ein bisschen Angst. Also PvP geht auch. Ich stand mal bei den beiden Kupfervorkommen hier. Oder sogar drei Kupfervorkommen. Was? Dann sah weiter eventuell so aus. Dann weiß ich ja, was ich sammeln werde. Vielleicht. Mal gucken. Mhm. Ja, super. Ich packe auch direkt drauf. Sag mal, liebe Leute, ihr werdet mir doch hier... Bildnis. Ja, das kannst du haben. So, du wolltest Paraffin haben. Keiner verkauft hier irgendwelche Wiffkendolche oder sowas. Wieso kann ich nicht an dich übertragen? Moment, ist mein Inventar voll? Nö, mein Inventar ist alles andere. Neuer Rang, enger Verbündete. Ich gehe mal aus dem Inventar raus, vielleicht hilft das. Ich war wohl einen Schritt zu weit. Ne, ich weiß, ich habe so eine Ahnung, wieso. Ich bin im Frachtinventar und von dort aus lässt er mich nicht. Was? Da wirst du nicht angezeigt. Unerhört. 250. Mehr. Du hast 500 bekommen. Achso, wer hat da nur 250 eben angezeigt? Ja, das war halt dann die erste Ladung. Sehr schön. Dann kann ich nämlich jetzt ein weiteres Technologiemodul frei oder Technologieplatz freischalten im Raumschiff. Dann ist da doch noch einer kaputt. 300 chromatisches Metall und 5 Technologiemodule. Dann muss ich auch ein bisschen abbauen.
auch seltsam. Ach, vielleicht, weil ich mit meinem Raumschiff da stehe. Wenn ich mit meinem Raumschiff da stehe, kann ich da drunter nichts abbauen. Das ist auch spannend. Tja, dein Raumschiff ist halt sicher. Das heißt, ich muss es gleich einmal wegfliegen. Aber du musst ja auch wirklich auf allem landen. Ja, natürlich. Jetzt, das Parken mit diesem Ding ist schwierig. Wo war denn jetzt das? Also das mit dem Würfkendolchen mache ich ja auch erst. Hier bei mir, Jodom. Weiter links. An meinem Raumschiff vorbei. Was? Ich bin verwirrt, China. Aber da sind zwei Dingsbums zum Wörterlernen. Dann brauche ich den Rest hier halt ab. Nein! Feind und Gra. Das Wort für Gra, sehr gut. Oh, Lebenshaltungssysteme bei 35%, ist aber auch nicht so gut. So, hast du jetzt alles abgebaut? Ja. Na super. GPU 94, CPU 96% Auslastung. Plenum Trümmer. Ja, die haben es wieder kaputt programmiert. Trümmer. Ich hoffe, dass so schnell ein neues Update kommt. Trümmer. Okay, die beiden Worte mag ich eigentlich nicht so zusammen lernen. Wächter und Segnen. Ich werde dich ja bestimmt nicht segnen. Aber hallo. Ja, vielleicht ist es so, du triffst die Wächter und kriegst dann deine letzte Segnung. Ich werde sie höchstens mit Granaten segnen. Oh, Eiweißperlen. Das ist doch viel besser als Trümmer.